Amen. Ist der Herr gut? Bist du sicher? Bist du wirklich sicher, dass der Herr gut ist? Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Vater, wir preisen dich. Vater, wir geben dir die Ehre. Du bist Gott in unserer Mitte. Du bist der Herr der Herrscher. Es gibt keinen anderen Gott wie du, Jesus. Du regierst über alles. Du thronst, Vater. Halleluja, in unsere Herzen. Du hast die Welt überwunden. Du hast Satan besiegt. Du hast Dämonen besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Und du thronst in der himmlischen Region. Wir danken dir, Jesus, dass wir gemeinsam mit dir thronen. Dass wir gemeinsam regieren. Dass der Feind unter unseren Füßen liegt. Dass wir die Sünde besiegen haben. Denn wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige Gottes. Wir sind Könige Gottes. Wir sind Priester Gottes. Im Namen Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Und keiner darf uns diese Wahrheit klauen. Denn wir hören nicht auf die Gedanken des Feindes, sondern auf deine Gedanken, Herr. Denn wir vertrauen dir. Weil du allein Gott bist. Im Himmel, auf Erde und unter der Erde. Und jede Zunge wird das bekennen. Und jede Knie wird sich vor dir beugen. Denn es gibt keinen anderen Gott wie Jesus Christus. Der Herr über Mannheim. Der Herr über Deutschland. Der Herr über Europa. Der Herr, der regierende Gott über Nationen. Wir sind deine Vertreter. Wir sind deine Gemeinde. Und wir regieren in der himmlischen Region. Und auf der Erde gemeinsam mit dir. Halleluja, Jesus. Wir danken dir für die überwältigende Kraft, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Kraft im Namen Jesus. Halleluja. In diesem Namen werde jede Knie sich beugen, Vater. In diesem Namen besiegen wir jede böse Gedanke, jede Pfeile, jede Werke Satan, jede Angriffe. Wir besiegen im Namen Jesus Christus. Durch diesen Namen können wir in unsere Häuser, in unsere Familie wieder Friede bringen. Durch den Namen Jesus können wir den Sieg, Halleluja, in unsere Familie erringen, können wir den Sieg. Denn er sagt, mit ihm ist alles möglich, Halleluja. Oh. In mein Haus. Ich proklamiere den Sieg durch den Namen Jesus. In meiner Familie. Ich proklamiere den Sieg durch den Namen Jesus. In meiner Ehe. Ich proklamiere den Sieg durch den Namen Jesus Christus. In meinen Finanzen. In meinem Dienst. In alle Bereiche meines Lebens. Ich proklamiere den Sieg. Halleluja. In meine Träume. In meine Nächte. In meine Autofahrt. Überall, wo ich mich bewege. Ich proklamiere den Sieg. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Mandere bakaria bababa e cantore bacando rebosha mantore bakaria shantara baba me santere bekeria sha mandore ba fang an der Blut des Lammes in deinem Haus, der Blut des Lammes in deine Gedanken, der Blut des Lammes in alle, was du, wo du denkst, was dir in Gedanken gerade kommt, proklamiert der Blut Jesus Christus. Halleluja. Proklamiert, es steht Macht und Kraft in der Blut des Lammes. Es steht Macht und Kraft. Es steht Macht gegen die Familiengeister, gegen die Geister, die deine Bestimmung angreifen, gegen die Geister, die deine Ehe angreifen, gegen die Geister, die deine zukünftige Ehe angreifen. Proklamiert das Blut Jesus Christus, das Blut Jesus. Halleluja. Proklamiert, proklamiert. Es gibt Kraft. Es gibt Kraft. Die Mächte fallen durch das Blut des Lammes. Die Mächte fallen. Die Bosheiten werden zerstört. Die bösen Pläne Satan. Fäng an das Blut des Lammes in alle Bereiche, wo die Altäre gebaut sind. Proklamiert das Blut des Lammes, die Zerstörung der Altäre, die Zerstörung der Bündnisse, die Zerstörung der Opfer, die Zerstörung der Flüche durch das Blut Jesus Christus. Halleluja. Es gibt nichts, was das Blut Jesus nicht machen kann. Es gibt keine bösen Werke, die das Blut Jesus, die Krankheiten in deiner Familie werden gelöscht durch das Blut des Lammes. Generationenkrankheiten, vererbte
Krankheit. Proklamiert. Es passiert gerade etwas in der himmlischen Region. Es passiert gerade etwas, während du das Blut Jesu proklamierst, mit Überzeugung, mit Kraft. Es passiert gerade etwas. Masete reba karia shanto. I canto reba ba ba ba. Masete reba karia shantaraba. I canto reba ba 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 ba. Halleluja, Maria ba ba ba. Me canto reba ba ba. Shete rebosa. Das Blut Jesus, das Blut Jesus, das Blut Jesus. Wir danken dir, Vater, für dein mächtiges Blut. Wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass der Geist Gottes bei uns ist. Wir danken dir, denn wir sind mehr als Überwinder. Im Namen Jesus Christus sind wir mehr als Überwinder. Im Namen Jesus Christus sind wir mehr als Sieger. Im Namen Jesus Christus, durch den Namen Jesus. Gloria, ba, 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 ba. Bete, 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 durch den Namen Jesus. Durch den Namen Jesus, 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 durch den Namen Jesus. Halleluja. Wir überwinden. Wir proklamieren, dass die himmlische Atmosphäre in Deutschland unter unserer Kontrolle ist. Im Namen Jesus, wir proklamieren, dass die himmlische Atmosphäre in unserer Familie, Halleluja, wir beherrschen die Tore des geistlichen Welt in unserer Familie. Wir übernehmen die Kontrolle, die Tore der geistlichen Welt in unserer Familie. Im Namen Jesus, wir übernehmen die Kontrolle, wir besetzen die Tore der übernatürlichen Welt. Im Namen Jesus Christus, die Tore der Ehen, die Tore der Finanzen, die Tore, Halleluja, der Geburten, die Tore der Geburten, die Tore, Halleluja, ma, ba, 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 der Durchbruch, jeder Tor in unserer Familie, wir nehmen die unter Kontrolle durch das Blut des Lammes, wir nehmen die unter Kontrolle, im Namen Jesus, wir proklamieren Friede an unsere Tore, wir proklamieren Segen an unsere Tore, wir proklamieren Sieg an unsere Tore, wir proklamieren Überwindung an unsere Tore, wir proklamieren im Namen Jesus Christus, Halleluja. Proklamiere an die Tore deines Lebens, deiner Familie. Proklamiere an die Tore deiner Ehe. Jede Tor deines Lebens proklamiere den Sieg. Proklamiere Überwindung. Proklamiere Durchbruch. Im Namen Jesus. Amen. Halleluja. Der Herr segne euch. Ihr könnt Platz nehmen. Wir werden irgendwann mal einen Lehrer hier hören über halte ich ein beständiger Sieg an der Tore meines Lebens. Amen. Wie man über die Tore des Lebens beten, wie hält man den Sieg beständig? Denn wenn wir Israel schauen, wir sehen, der Feind kam immer an der Tore, an der Mauer. Die Tore sind so wichtig und die Mauer, sehr wichtig. Die Mauer deines Lebens und die Tore deines Lebens. Ab dem Moment, wo eine Risse entsteht, der Feind braucht nur ein kleiner Risse, um an die Mauer zu drängen. Und die Risse können entstehen durch Sorgen, durch Misstrauigkeit, durch Zweifel. Die Risse entstehen durch Zweifel. Wenn ich zweifle an wer ich bin, an Gott, an alle Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, dann entstehen Risse. Denn es steht geschrieben, wer zu Gott kommt, soll glauben, dass er ist. Dieser Glaube ist etwas, was beständig in mir sein soll. Und dieser Glaube ist nicht wetterwendig. Es ist nur nicht abhängig von irgendwas, sondern Gott ist abhängig. Amen. Glaubst du? Glaubst du, dass Gott der Herr ist? Glaubst du, dass egal in welcher Situation du bist, Gott für dich sorgt? Glaubst du, dass Gott dich nie aufgeben wird? Glaubst du, dass Gott immer bei dir sein wird? Amen. Du sollst ständig an deine Seele sagen, glaub und vertrau an den Herrn. Ständig proklamiere, glaub meine Seele. Der Herr ist Gott, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Deine Seele muss ständig die Verheißungen Gottes vor den Augen haben. Amen. Ständig die Verheißung Gottes vor den Augen haben. Amen. Wir haben vor kurzem über prophetische
Gebet und prophetische Denken. Wir sind weiter in diese Richtung unterwegs. Und wir werden, wir haben gesagt, Oktober, November, Dezember, wir wollen Kette, Faste und Gebet haben, wo wir prophetisch über die Tore Deutschlands. Ich möchte, dass ihr betet, dass Gott euch die Tore dieser Nation offenbart. Amen. Deutschland hat Toren. Und dass Gott euch offenbart, ihr könnt das notieren, damit wir nicht vergessen, sind Gedanken, die so kommen, dass Gott uns offenbart, die Tore der Nation. Durch welche Geister Satan diese Nation unter Kontrolle hält. Ihr werdet sehen, die Geister, die in Deutschland sind, sind nicht unbedingt dieselben Geister wie in Frankreich. In Frankreich hat man mehr mit Laizität zu tun. Das bedeutet, jeder ist sein persönlicher Gott. Jeder glaubt an, was er will. In Frankreich, ihr werdet merken, die meisten Gesetze, ob Homosexualität, ob Abtreibungsgesetze, Frankreich ist wie das Versuchland. Wenn ein Gesetz in Frankreich stattfindet oder wenn die schaffen, in Frankreich zu machen, das wird sich in Europa verbreitet. Es startet immer, oft in Frankreich. Und es ist ein Versuchland des Feindes. Ihr werdet merken, dass die Franzosen gehen sehr oft auf der Straße. Die streiten über alles. Und wenn die Politik schafft, die Gesetze in Frankreich zu bringen, alle Länder folgen nach. Na? Es ist wie ein Versuchland für den Feind. Und wir als Gemeinde, es gibt einen Geist, mit dem wir immer zu tun haben werden, mit dem wir immer konfrontieren werden. Es ist der Isabel-Geist. Wenn man von Isabel redet, man kann sehr viel über Isabel-Geist erzählen. Denn Isabel-Geist, jede Gemeinde wird immer einmal, zweimal, mehrmals mit der Isabel-Geist konfrontiert. Und die Dienste, die am meisten mit der Isabel-Geist konfrontiert werden, sind Prophet, Apostel, Dienst, werden sehr, sehr oft. Es ist wie ein Geist, der diese Schwur hat, diese Dienst, der prophetische Dienst auszuschalten. Das muss ausgeschaltet werden. Weil wenn der prophetische Dienst ausgeschaltet ist, es ist, als ob die Augen der Gemeinde komplett ausgeschaltet ist. Nicht, weil der prophetische Dienst der wichtigste Dienst ist. Nein, alle Dienste sind wichtig. Aber der prophetische Dienst hat bestimmte Besonderheit, weil das ist ein Dienst, der oft mit der Welt der Dunkelheit konfrontiert ist. Und wenn du sehr prophetisch unterwegs bist, du wirst merken, die Konfrontation, was du erlebst, ist anders wie jemand, der nicht prophetisch unterwegs ist. Prophetisch bedeutet, ich sehe schon im Vorfeld. Ich bete im Vorfeld, ich sehe Sachen, was andere nicht sehen. Und ich bete schon gemäß diese Sachen. Deswegen, wir als Gemeinde, wir haben über Wächterdienst geredet. Wir sind alle Wächter. Und die Wächter stehen auf der Mauer Jerusalem, um zu schauen. Und diese Jerusalem ist die Gemeinde dieser Nation. Deswegen wundert euch nicht, wenn du mit unterwegs mit anderen Christen von anderen Gemeinden, du erzählst über die Sache, über bestimmte Sachen und für die es ist fremd. Die sehen das nicht so, die spüren das nicht so. Warum? Weil deine Augen offen sind. Durch die Lehre, die du empfängst, durch die Gebetszeiten mit Geschwistern, durch diese Gemeinschaft, die wir haben, unsere Augen gehen offen. Gedenk an den Prophet Elisa. Die waren umringt mit Feinden, aber sein junger Bruder sah den Feinden nicht. Er sah die Engel nicht. Aber der junge Bruder hat den Feind gesehen. Er hat Angst gehabt. Er hat gezittert. Aber Elisa hat gesehen, dass die Engel Gottes, die Armee Gottes da waren. Das ist, so funktionieren Menschen, die prophetisch unterwegs sind. Menschen, die prophetisch unterwegs sind, die zittern nicht. Die haben keine Angst. Die haben keine Menschenfurcht. Weil die sehen schon im Vorfeld, was Gott vorhat. Die sehen schon, ein prophetischer Mensch kann dir sagen, ah, wer ist dieser Mann, der neben dir sitzt? Du sagst, hä, ich sehe keinen. Aber er sieht einen Mann neben dir. Er sieht einen Engel neben dir. Er sieht einen Fürst neben dir. Er sieht eine große Bestimmung auf deinem Kopf.
Ein prophetischer Mensch, er sieht deine Krönung, er sieht deine Stern, der gerade leuchtet. Aber du selbst siehst das nicht. Und jedes Mal, wo der Feind kommt, der Feind sieht auch diese Stern, der stark leuchtet. Was macht er? Das Erste, was er macht, er kann den Stern nicht auslöschen. Er wird eine Schleier auf den Stern legen, damit du nur dunkler siehst. Oh, ich schaffe nicht. Oh, ich kann nicht. Oh, du hast einen starken Stern, der leuchtet. Aber durch diese Sorge, durch diese Gedanken, die du sie misstraust, deine Stern wird komplett abgedeckt. Das leuchtet nicht mehr. Und irgendwann wird es schaffen, dass das komplett auszulöschen, was da ist. Eigentlich, der Feind hat nicht viel zu bieten. Oft der Feind verkauft dir, was Gott vorhat. Er sieht in dein Leben, ich nehme ein Beispiel, du bist geschaffen, um groß zu werden. Er sieht das. Habt ihr festgestellt, die meisten Leute, die in Freimaurer gehen, sind hochgebildete Menschen. Habt ihr festgestellt? Die Freimaurer, um Leute zu rekrutieren, wo gehen die? An der Universität. Wo gehen die? Im Gerichtshof. Wo gehen die? Überall, wo Menschen sehr groß sind. Schau mal, die meisten Professor, Doktor, Ingenieur sind, die meisten sind Freimaurerei. Die meisten Professor an der Universität sind Freimaurerei. Die meisten große Politiker, Mark Zuckerberg zum Beispiel, alle diese Großen sind Illuminati, sind Freimaurer. Okay? Der Feind kommt, er sieht, er kommt nicht, wenn du arm bist. Er kommt nicht, wenn du nichts hast. Er kommt nicht, wenn du dabei bist, dich auszubilden. Warum? Der Feind kann dich nicht von unten nach oben bringen. Er kann das nicht. Der Feind kann dich nicht reich machen. Aber er sieht, dass in dir Reichtum steckt. Er sieht das, dass in dir große Dinge kommen werden. Denn Gott hat dich bestimmt, größer zu werden. Aber er kommt, als ob es derjenige ist, der dich groß machen wird. So betrügt er die Menschheit. Und die Menschen glauben an seine Lüge und denken, ich werde groß sein. Und dann sagt er dir irgendwann, du musst was opfern. Und dann baust du ihnen einen Altar, wo du deine Nachkommen opferst. Viele haben ihre Familie geopfert. Glaub nicht an die Lüge des Feindes. Egal, was er dir anbietet, egal, ob du dabei bist, alles zu verlieren, glaub nur an die Wahrheit. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Christen wieder wirklich sich erfüllen lassen vom Wort Gottes. Denn das Wort Gottes bringt dich dazu, immer die Verheißung Gottes vor den Augen zu halten. Immer zu sehen, egal was ist, Gott ist da. Es gibt keine Situationen in deinem Leben, wenn du ein wahres Kind Gottes bist. Nichts wird geschehen, was Gott nicht erlaubt hat. Wenn dein Auto dir geklaut ist, du weißt, ich bin ein wahres Kind Gottes. Alles dient zu meinem Besten. Nicht, weil du dich versündigt hast, kommst du, dein Haus ist verbrannt, dein Auto ist verbrannt, dein Ding ist verbrannt. Nein, hat Hiob sich versündigt? Nein, er hat sich nicht versündigt. Aber Gott erlaubt, weil Gott etwas Größeres vorhatte mit Hiob. Und heutzutage, man redet am meisten von Hiob in der Bibel. Sehr viel. Wenn es um Prüfung geht, an wen denkt man? An Hiob. Der Geist Isabel, haben wir gesagt, wir werden immer mit diesem Geist konfrontiert werden. Denn es ist ein Geist, der entsteht eigentlich aus bestimmter Konstellation. Wir haben Leute, die sehr viel Ablehnung erlebt haben. Sehr viel Ablehnung. Und in diese Ablehnung, wenn das Herz nicht geheilt ist, nicht befreit ist, entsteht Bitterkeit, entsteht Misstrauen, entsteht Zweifel,
Zweifel über sich selbst, entsteht Zorn, entsteht Rachegedanke, auch wenn man das nicht akzeptieren will. Und die Tür ist eigentlich bereit, um den Geist Isabel zu empfangen. Und der Geist Isabel ist kein Mann oder kein Frau, es ist ein Weltbeherrscher. Es ist ein Geist, der hat kein Geschlecht. Das bedeutet, ein Mann kann den Geist Isabel haben oder eine Frau. Man bindet diesen Geist mit Frauen, weil in der Bibel es der Könige, die Eigenschaften der Geist Isabel war sehr tief in diese Frau. Die hieß Isabel, aber die trug die Eigenschaften dieser Geist. Und du wirst merken, der Geist Isabel kann sich sowohl in der Gemeinde als auch in der Politik, die meisten Religiöse, zum Beispiel, wenn man die Katholikbewegung oder diese ganzen Gemeinde, die man sieht, bewegen sich oft mit der Geist Isabel. Und du siehst, dass wo Kontrolle ist, Gesetzlichkeit, Kontrolle, Gesetzlichkeit, Manipulation, Verführung, Kontrolle, Gesetzlichkeit, in der Religion ist der Geist Isabel. Zeuge Jehova, der Geist Isabel. Mormon, der Geist Isabel. Katholik, der Geist Isabel. Neuapostolisch, der Geist Isabel. Freimaurerei, der Geist Isabel. Diese ganzen Religionen sind erfüllt von der Geist Isabel. Es ist der Geist Isabel. Die ganze Pharisäerbewegung war unter der Geist Isabel. Die Pharisäer, die Sadduzäer, es war der Geist Isabel. Warum hat Paulus die Gemeinde ermordet? Er war erfüllt von der Geist Isabel. Das war der Geist, einer der großen Geist in Paulus. Es war Hexerei. Es schockiert dich, dass Paulus ein Hexer war. Es war ein Hexer. Warum? Er hat Neid. Er hat Zorn. Er hat Wut gegen die Christen. Für ihn, dieser Gott, was dort gebetet wird, ist nicht der Gott der Bibel. Die müssen sich uns unterordnen. Die müssen unter unserer Kontrolle sein. Alles, was die Religion nicht kontrollieren kann, ist nicht gut. Die müssen alles kontrollieren. Weil der Zeuge Jehova, ich habe erlebt, als ich noch jung war, wir hatten Zeuge Jehova-Nachbarn. Und einer von denen hatte eine Firma. Und er brauchte Mitarbeiter. Viel. Er hatte Aufträge. Und alle Zeuge Jehova, die in ihrer Gemeinde waren, waren beschäftigt. Er brauchte Leute. Er hat versucht, Leute der Stadtteil zu holen. Man hat ihm gesagt, entweder alle kommen zu uns und bekehren sich als Zeuge Jehova und dann gibst du ihnen die Arbeit. So funktionieren die Zeuge Jehova. Du kannst nicht, ich war in Flensburg, wo ich studiert habe. In Flensburg, es gab einen aus Afrika, er war Zeuge Jehova. In seiner Gemeinde, die suchte Leute, die in der Firma arbeiten sollten. Er hat uns die Bedingung gegeben, damit seine Frau uns einstellt als Studenten. Wir müssen in ihre Gemeinde kommen. Zeuge Jehova. Es ist so bei denen, die müssen dich kontrollieren. Du musst von denen getauft werden. Du musst die Lehre empfangen. Genauso die Mormonen. Die Mormonen belehren die Bibel nicht. Die Mormonen haben ihre eigene, das Buch ihrer Gründer. Okay? Das Buch ihrer Gründer. Auch die Baha'i-Bewegung oder Maikari-Bewegung oder Reiki-Bewegung oder Moon-Bewegung. Alle diese Sachen, die Gründer waren unter der Geist Isabel. Und wenn du in der Mitte dieser Bewegung bist und du tust nicht, was die dir sagen, die töten dich. Ich meine nicht körperlich, sondern töten dich geistlich, töten dich emotional. Amen. Warst du schon in einer Gemeinde, wenn ab dem Moment, wo du gegen die Lehre bist oder, sag mal so, gegen was dort proklamiert, du merkst, alles, was dort gesagt ist, ist nicht biblisch. Und du stehst dagegen, keiner will mehr mit dir zu tun haben. Man verbietet jeder mit dir zu sprechen. Keiner darf dich begrüßen. Keiner darf. Ich sag euch, wenn jemand diese Gemeinde verlässt, ihr trefft ihn auf der Straße, umarmt ihn, segne ihn, rede mit ihm, isst mit ihm. Nicht, weil jemand nicht mehr bei uns ist,
bedeutet, dass wir ihn nicht mal auf der Straße begrüßen sollen, dass wir ihn aus dem Weg gehen sollen. Das einzige Mal, wo Paulus sagt, dass wir nicht Gemeinschaft mit jemandem haben sollen, ist jemand, der bewusst im Sünde lebt. Okay? Im Sünde bewusst. Man hat ihn ermahnt. Man hat alle versucht. Er will nicht. Dann kann man ihn nicht mehr als Christen nennen. Aber wenn ein Bruder merkt, okay, man predigt hier über zum Beispiel, über welche Themen kann man nehmen? Kopfbedeckung. Der Bruder sagt, ich bin nicht einverstanden, dass eine Frau vorne kommt ohne Kopfbedeckung. Er verlässt die Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir können nicht sagen, wir begrüßen uns. Es ist eine doktrinale Missverständnis. Wir müssen beten, dass er Erkenntnis bekommt. Weil die Erkenntnis, was du hast, jeder hat nicht die Erkenntnis. Du wirst merken, durch die ganzen Lehre, die wir hier haben, wir haben Erkenntnis, was viele nicht haben. Aber es bedeutet nicht, dass wir besser sind wie die anderen. Es bedeutet nicht, dass wir stärker sind wie die anderen. Es bedeutet nicht, dass wir größer sind wie die anderen. Wenn du solche Gedanken hast, du musst Buße tun. Es ist die Gnade Gottes, dass deine Augen offen sind. Weil ich nehme ein Beispiel, du kommst irgendwo, und du hast Erkenntnis, dass diese Ehepaar leidet unter dämonischer Besetzung. Aber die sehen das nicht. Wie siehst du das? Weil Gott dir die Augen geöffnet hat. Und wie öffnet uns Gott die Augen? Durch das Wort, durch die Lehre, durch die Prediger, die Schleier fallen. Und wenn die Schleier fallen, wir erkennen, wir sind nackt. Wir haben keine Kleider. Das bedeutet, wir haben bestimmte Bindungen. Und dann beten wir, trennen wir und sind wir frei. Alles geschieht durch die Gnade Gottes. Und genauso wie Gott uns gnädig wurde, wir müssen auch beten, dass andere auch dieselbe Gnade erleben. Wir müssen beten auch, dass andere die Augen offen gehen, dass sie Erkenntnis bekommen, dass sie umkehren, dass sie die Freiheit erleben. Gemäß des Wort, ihr werdet die Freiheit erkennen, die Freiheit wird die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Diese Religiosität hat oft den Ausdruck, Fingerausdruck der Isabelgeist. Wir lesen mal zweite Könige. Zweite Könige, ich denke 9. Vers 22. Als nun Joram den Jehu sah, sprach er, Jehu bedeutet das Frieden. Er aber sprach, was Friede? Bei all den Hurerei und Zauberei deiner Mutter, Isabel. Nochmal. Jehu ging umzubringen? Joram und Ahasja. Und Jehu ist derjenige, der Isabel umbringen sollte, oder? Das hat Gott gesagt an Elia, salbte Jehu. Denn Jehu war ein apostolischer Auftrag. Jehu war ein apostolischer Auftrag. Der Elia war der prophetische Auftrag. Der Auftrag, der prophetisch war, die Finsternis auszudecken, die Altäre Isabel zu zerstören, den Altar Gottes zu bauen und Regen zu holen. Dein Auftrag war vorbei. Und dann kam der apostolische Auftrag. Der apostolische Auftrag war Isabel. Der prophetisch komm in Israel, offenbart die Werke der Finsternis, das Volk geht am Boden durch offene Augen, dass die unter die Macht der Hexerei, unter die Macht der Okkultismus, die Augen gehen offen durch den prophetischen Auftrag. Okay? Und was macht der Prophet? Seine Aufgabe war, die Altäre zu zerstören. Sein Auftrag war, die Opfer der Altäre zu vernichten. Sein Auftrag war, die Abkommen
zwischen die Propheten Baal und das Volk und Satan, diese Abkommen zu löschen, zu vernichten und dann den Altar Gottes wiederherzustellen. Du kannst nicht die Altäre, den Altar Gottes wiederherstellen, wenn die Altäre deiner Vorfahren nicht vernichtet sind. Du kannst nicht den Altar Gottes wiederherstellen, wenn du die Altäre des Okkultismus, die Altäre des Satanismus, die Altäre der Exoterik, die Altäre der Abtreibung in der Familie, die Altäre der Mord in der Familie, wenn du die nicht zerrissen, zerstört hast, als Prophet in deiner Familie, es ist dein Auftrag. Du bist der Prophet deiner Familie. Du bist der Prophet in deiner Familie. Deswegen siehst du, was andere nicht sehen. Du erkennst die Werke der Finsternis in der Mitte deiner Familie. Der Geist Gottes, welcher Geist ist er? Der Geist der Friede. Okay? Okay, schau in deine Familie. Herrscht Friede? Okay, der Geist Gottes ist der Geist der Besonnenheit. Ist Besonnenheit in deiner Familie? Okay, der Geist Gottes ist der Geist der Freude. Laufen alle volle Freude in deiner Familie? Der Geist Gottes ist der Geist der Sieg. Ist der Sieg in deiner Familie? Der Geist Gottes ist der Geist der Fruchtbarkeit. Ist Fruchtbarkeit in deiner Familie? Der Geist Gottes ist der Geist der Weisheit. Ist Weisheit in deiner Familie? Der Geist Gottes ist der Geist der Überwindung. Ist Überwindung in deiner Familie? Der Geist Gottes ist der Geist der Freude, der Gesundheit zum Beispiel, geistig, seelisch und körperlich. Menschen sind oft depressiv, Menschen sind oft krank. Die Frage ist, wenn diese Dinge in deiner Familie in Bewegung sind, welcher Geist ist da? Ich gebe euch ein bisschen Gedanken, damit ihr erkennt, in dir, welcher Geist ist der? Der Heilige Geist. Deswegen hast du Frieden. Deswegen bist du von Freude erfüllt. Deswegen überwindest du alles, was kommt. Böse Gedanken, falsche Sachen. Deswegen bist du in Besonnenheit. Deswegen wächst du, entwickelst du dich. Deswegen du erlebst die Reichtum Gottes, ob finanziell, ob materiell, ob in der Ehe, ob in der Kinder. Dein Gebär ist offen, damit du Kinder empfängst, weil der Geist Gottes in dir ist. Du bist der Prophet deines Lebens. Wenn du als Prophet deines Lebens in den Boden deiner Leben eintritt, du siehst nicht, dass Baal, die Aschera-Standbild da sind. Du erkennst die nicht, um die auszurotten, niederzureißen, zu zerstören, abzubrechen, damit du baut und pflanzt. Dann hast du Probleme. Hast du Probleme. Es ist gut zu sagen, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ. Du bist ein Christ, der ständig zweifelt, der ständig unter Depression, der ständig unter Bosheit, unter Bitterkeit, unter Unvergebenheit. Du hast Probleme. Denn die Christen sind diejenigen, die erfüllt sind von der Gegenwart Gottes. Die aussehen wie Jesus Christus. Deswegen bete, dass Gott dir die Eigenschaft der Jesus Christus gebe, damit du dich bewegst wie Jesus, damit du redest wie Jesus, damit du denkst wie Jesus, damit du handelst wie Jesus Christus. Und der Prophet Elia, sein Auftrag, Erkenntnis zu bringen. Warum? Er lebte in der Rat Gottes, in der Höhe Rat Gottes. Er lebte in der himmlischen Region mit Gott. Er kam aus dem Himmel. Hat er einen Vater und Mutter? Hat er Vater und Mutter, Elia? Hat er? Nein. Er hat keinen Vater und Mutter. Elia hatte keinen Vater und Mutter. Elia lud dich mit. Aber man redet nicht von seiner Familie. Okay? Und Elia, er kam in Israel mit Erkenntnis. Wir haben hier gesagt, Elia wurde von einer Frau ausgebildet im Dienst. Die Ausbildung Elia fing an. Gott brachte ihn in den Bach und dort wurde er ernährt.
Dort wurde er ernährt. Die erste Vorbereitung. Dann bringt Gott ihn in dem Haus eines Frau. Was war in dieses Haus? Mehl und Öl. Die Bibel sagt, er verbrachte Zeit in dem Haus dieser Frau. Bis er ein Wunder tat. Und die Frau bestätigte, dass dieser Mann ein Mann Gottes ist. Dann ging er jetzt Richtung Israel. Die Frau hat ihn vorbereitet mit Mehl und Öl. Wenn du Gott dienst, die Werke, wenn du Gott dienst, wenn du dich mit dem Geist Gottes bewegst, Gott kann dich dazu bringen, verrückte Dinge zu machen. Deswegen dien nicht mit Verstand. Dien im Geist. Dien im Geist. Du kannst hier am Dienen, der Herr sagt, nimm deinen Anzug, werf an die Schwester. Mit Verstand, wie kann es sein? Warum tut er das? Die Pastorin, die mich in Dienst gesandt hat, man brachte jemanden, der in eine Frau war, verrückt, komplett verrückt. Die hat auf der Straße gelebt, die war komplett durchgedreht. Die Pastorin hat kurze Predigt gemacht, plötzlich ist sie von der Alltage, hat ihren Anzug hat auf die Frau geworfen. Die Frau wurde an der Stelle komplett geheilt. Komplett geheilt. Du kannst in einem Haus, man sagt, jemand hat Schmerzen seit 10 Jahren. Du nimm ein Glas Wasser, gib ihm zu trinken. Die Schmerzen verschwinden. Jemand, der Gott dient, muss immer sensibel sein, empfindsam sein. Und die Worte ein Mann Gottes, wir können unterwegs sein, wir sehen jemanden, der gerade nicht mal mit Glaube zu tun hat. Ich sage, der da ist ein Apostel Gottes. Unser Verstand wird sagen, er ist nicht in Glaube, er ist nicht bekehrt, er ist nicht. Aber Gott sieht anders. Gott sieht anders. Aus wo Menschen keine Zukunft. Schau mal diese Verhüllte, der Gadarener. Wer hätte gedacht, dass so ein Mensch, er war ein Evangelist. Aber sein Dienst wurde von den Dorfbewohnern komplett zerstört. Wenn du das Geschichte mal mit Gottes Augen siehst, er war ein Evangelist. Okay? Aber derjenige, der rennen sollte im Dorf, als die Schweine getötet werden, wer ist im Dorf gerannt? Wer ist im Dorf gerannt? Nein, die Hüter der Schweine. Umgekehrte Geschichte. Er war unterfesselt. Sein Dienst war unterfesselt. Aber als er befreit wurde, was ist passiert? Nach seiner Befreiung. Er wollte Jesus nachfolgen und das Evangelium zu verkündigen. Er war komplett frei, um seinen Dienst auszuüben. Der Prophet sieht, erkennt, was andere nicht erkennen. Deswegen, wenn du als Prophet in deine Familie wandern, du sollst mit voller Zuversicht. Warum? Du wirst immer Widerstand begegnen. Du übertreibst. Du siehst Geist überall. Du bist zu geistlich. Lass das ab. Du wirst verrückt sein. Wie kannst du fasten? Nein, du musst mit Überzeugung beständig in deinem Glaube sein. Wenn Gott dir sagt, du wirst diese Stadt verlassen, du wirst nach Hockenheim kommen, ist nicht dort. Auch wenn jemand dir ein Donnerkebab, der gut riecht oder irgendwas, Gott hat gesagt, ist nicht dort. Auch wenn der Hunger dich töten möchte, ist nicht dort. Ein Prophet in der Familie ist jemand, er hat die Offenbarung Gottes bekommen, er bleibt beständig. Das hat Eli gebracht. Er hat die Werke Isabel offenbart.
Er hat die Werke Isabel eigentlich, alles, was sie in Israel eingerichtet hatte, und er hat die Altäre zerstört, der Altar Gottes gebaut. Als er fertig war, hat der Himmel wieder geöffnet. Regen ist im Land gekommen. Sein Auftrag war am Ende. Und Gott sagt, geh und salb Elisa als Prophet, Jehu und ein anderer noch. Ich habe den vergessen, immer den Namen. Aber Jehu ist der, der Isabel vernichtet. Er war König, er war apostolisch, er war der Löwe. Der apostolische Werke hat die Werke Isabel zerstört. Der Prophet, sein Auftrag war am Ende. Nicht der Prophet Elisa hat Isabel getötet, nein. Es war nicht die Aufgabe der Prophet Elisa. Es war die Aufgabe der Apostel Jehu, der die Werke ist. Ich sage nicht, dass ein Prophet Isabel nicht töten kann. Nein. Gott kann der Prophet die Fähigkeit geben, die Werke Isabel zerstören. Der Prophet hat die Propheten Baal konfrontiert. Der Prophet hat der falsche Heilige Geist konfrontiert. Der Prophet hat Hexerei, Okkultismus konfrontiert und getötet und zerstört. Und dann hat er den Altar. Der Prophet bringt wieder Leben, wo tot war. Der Prophet bringt wieder Anbetung, wo falsche Anbetung eingedrungen. Der Prophet ist sehr empfindsam in Anbetung. Wenn du 10 Propheten begegnest, du wirst merken, die Propheten singen gerne. Die singen gerne. Die sind empfindsam. Wenn du 3, 4 Musiker, 5 Musiker hier vorne hast und die singen, die spielen und singen gemäß der Geist, du wirst sagen, wenn ein Prophet hier ist oder wenn ich werde anfangen, stundenlang zu prophezeien. Stundenlang prophetische Wort. Der Prophet bewegt sich gerne in diese Musikatmosphäre. Aber es soll Musik, nicht irgendwelche Musik, sondern Musik, was das Herz Gottes bewegt. Wenn du prophetisch bist, man fängt an hier zu spielen, man fängt an hier zu singen, du wirst merken, du wirst angereizt in dir, prophetische Worte rauszubringen. Halleluja. Und der Prophet hat seinen Auftrag. Er hat die Anbetung zurück in dem Land gebracht. Deswegen die Gemeinde, Tabernakel, ist eine prophetische Gemeinde. Euer Auftrag ist, die Anbetung zurück in Deutschland zu bringen. Egal, wer du hier bist. Solange du, ab dem Moment, wo du zu dem Vision Tabernakel bist, dein Auftrag ist, die Anbetung in diese Nation zu bringen. Egal in welcher Dienst du dich bewegst, du wirst merken, du wirst immer prophetisch dich bewegen und du wirst die Anbetung überall, wo du ankommst, deine Sorge wird sein, die Anbetung wiederzubringen. Die Anbetung bedeutet, den Altar Gottes wieder zu bauen. Es gibt keine Anbetung ohne Altar, denn der Altar ist der Ort der Begegnung. Wenn du einen Altar baust, Gott, der Altar reizt Gott, auf Erde zu kommen. Der Altar bewegt die Dämonen, auf Erde zu kommen. Schreine. Ne? Wenn du es gibt viele Leute auch hier in Deutschland, die viel Schreine haben. Wenn du jemanden besuchst in dein Wohnzimmer, du siehst ein Buddha-Status. Es ist ein Schrein. Wenn du jemanden besuchst, du siehst ein Maria-Status. Es ist ein Schrein. Es ist eine Begegnung zwischen der zweiten Welt und dieses Haus. Wenn du in ein Haus gehst, du siehst eine Schlange als wie ein Altar. Es ist ein Kontaktpunkt zwischen dem zweiten Himmel und der Erde. Denn die brauchen diese Kontaktpunkte. Die brauchen diese Schreine. Und es gibt sichtbare Schreine und unsichtbare Schreine. Viele Familien seit Generationen haben Götze angebetet. Und die beten nicht mehr Götze, aber diese Götze sind in ihnen. Satan ist er, genauso wie Gott in uns leben möchte. Er möchte auch seine Altäre in uns haben. Jesaja 47 ist auch ein wunderbarer Text. Wir fangen mal ab Vers 5. Jesaja 47, ab Vers 5. Wir haben einen Löwe, der irgendwo da brüllt. Gell? Halleluja. Brüll weiter. Jesaja 47. Ab Vers 5, aber wir fangen Vers 1. Steige herab und setze dich in dem Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Unterzeichnen, Tochter Babel. Amen.
setze dich auf die Erde ohne Thron, du Töchter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr, die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl. Nimm deine Schleier ab und hebe die Schleppe auf. Entblöße die Schenkel. Warte durch die Flüsse. Deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Amen. Deine Blöße soll, du Tochter Babel, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keine Menschen schonen. Unsere Erlöser, sein Name ist Herr, der Herrscher, der Heilige Israel. Sehr wunderbarer Text. Pass auf. Setze dich schweigend hin und geht in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Man will dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Hat Achab beherrscht? Nein. Wer hat beherrscht? Isabel. Und als Gott Jehu gesandt hat, das war das Ende der Reiche Isabel. Das war das Ende der Herrschaft Isabel. Und das ist, was die Bibel hier uns sagt. Man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Ich war, über welches Reich hat sie beherrscht? Über welches Reich? Nein. Wo hat Isabel ihre Macht ausgeübt, ihre Herrschaft? Israel. Wem gehörte Israel? Versteht ihr was jetzt? Isabel hat in Israel beherrscht. Israel war eigentlich das Volk Gottes. Wie kommt es, dass das Volk Gottes von einer anderen Macht beherrscht? Man kann unter einer anderen Macht sein, ohne es zu merken. Wenn man keine Unterscheidung hat, wenn man keine Offenbarung band hat, wenn das Wort Gottes selten ist, kommt ein anderer Macht und beherrscht das Volk Gottes. Verstehen wir etwas? Es ist für mich, ich entdecke. Wenn das Offenbarung band nicht mehr, wenn das Wort selten in 1. Samuel, als das Wort selten war, wer hat beherrscht? Wer hat die Söhne Elias beherrscht? Wie hat man die genannt, die Söhne Eli? Die Söhne Belials. Was heißt Belials? Satan. Wie kann es sein, dass die Söhne einer Priester Söhne Satan genannt werden? Die richtige Frage ist, was ist passiert? Was ist passiert, dass von der Herrschaft Gottes zu der Herrschaft Belials? Die Galater haben dasselbe erlebt. Die Galater haben im Geist angefangen. Aber Belials ist in der Mitte Galat eingedrungen, hat die Kontrolle der Galater übernommen. Die Frage, die du stellen sollst, wie kann es sein, wie ist es passiert, dass ein Volk, was unterwegs war mit Gott, was haben die verloren? Jesus gibt uns die Antwort, wachet und betet. Das ist die Antwort, um das zu vermeiden. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, wie können wir das vermeiden? Wie können wir vermeiden? Die Antwort ist, wachet und betet. Ab dem Moment, wo du aufhörst zu beten, Versuchung starten. Habt ihr festgestellt? Bleib mal einen Monat ohne zu beten. Du wirst merken, alle Arten von Versuchung, sogar eine Woche, zwei Wochen, du wirst merken, alle Arten von Versuchung werden kommen.
Alle Art von Gedanken. Du könntest mal im Kino gehen. Du könntest mal ein bisschen Pornografie schauen. Du könntest mal das, deine alte Freundin mal per in Facebook kontaktieren. Du könntest. Es kommen verrückte Gedanken, wo du dich mal vorstellen kannst. Denk nicht, ich bin ein starker Christ. Kann mir nicht passieren. Nein. Okay, ich gebe dir etwas. David, wann ist die Versuchung gekommen? Nein, er ist nicht im Krieg gegangen. David ist immer im Krieg gegangen. Aber den Tag, wo er gesagt hat, ich gönne mir Ruhe und Pause. Was ist passiert? Verführung. Versuchung. Wachet und betet. Ab dem Tag, wo der Priester nicht mehr die Lehre bringt, nicht mehr Ordnung bringt, kommt der Belial und übernimmt die Kontrolle in dem Tempel Gottes. Wir lesen weiter. Vers 6. Ich war über mein Volk so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Du aber, Gott hat dem Volk Isabel gegeben. Die Königreiche, die Herrscherin der Königreiche, wo hat die Herrschaft bekommen von Gott. Aber warum? Weil Gott erzürnt war. Weil Gott sauer war. Weil das Volk nicht mehr wachsam war. Weil das Volk nicht mehr gebetet hat. Weil das Volk nicht mehr Gott vertrauen hat. Wenn dein Vertrauen Gott gegenüber aufhört, es baut sich ein Vertrauen andere Götter. Andere Geister. Jedes Mal, wo ein Mensch aufhört, Gott zu vertrauen, er fängt an, andere Geister zu vertrauen und böse Geister. Ich wiederhole. Jedes Mal, wo ein Mensch aufhört, Gott zu vertrauen, er fängt an, andere Götter zu vertrauen. Habt ihr schon gesehen, jemand, der Gott nicht vertraut, er vertraut sich selbst? Habt ihr schon gesehen, jemand, der Gott nicht vertraut, aber sich selbst vertraut? Nein. Wenn man aufhört, Gott zu vertrauen, man verliert auch das Selbstvertrauen. Man lebt mehr in Angst, in Furcht. Man lebt mehr in Depression, in Zweifel. Meisten Leute, die an Gott zweifeln, zweifeln auch an sich selbst. Da sind die Gesetze. Denn du findest dich nur in Gott. Und wenn du Gott vertraust, dann lernst du Gott, lernst du dich selbst zu vertrauen. Weil in Gott siehst du deine wahre Identität. Und wenn du deine Identität in Gott siehst, fängst du an, Gott zu vertrauen und dich selbst zu vertrauen, dir selbst zu vertrauen. So sind die Gesetze der geistigen Welt. Jemand, der Gott nicht vertraut, kann mir sagen, er vertraut sich selbst. Nein. Nein. Du bist nur in Gott. Außer Gott bist du nichts. Du schaffst nur durch Gott, außer Gott schaffst du nicht. Du brichst nur durch in Gott, außer Gott gibt keinen Durchbruch. Es ist die absolute Wahrheit im Wort Gottes. Wir stammen aus Gott und unser Leben kann nur einen Sinn haben durch Gott in Jesus Christus. Ich war über mein Volk so erzürnt, dass ich mein Erbteil entweihte und in deine Gewalt gab. Du aber hast ihnen keine Barmherzigkeit erwiesen. Selbst auf den Greis hast du ein schweres Joch gelegt. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein. Jeder Reich hat ein Ende, nur der Reich Gottes ist ewiglich. Der Reich der Schmerzen in deinem Leben hat ein Ende heute. Der Reich der Kontrolle, der Depression hat ein Ende heute. Denn jeder Reich hat ein Ende. Nur der Reich Jesus Christus ist ewiglich. Egal in welcher Situation du bist, du musst immer gedenken, jeder Reich hat ein Ende. Und Gott sagt hier das. Und du hast gedacht, ich werde ewiglich Gebieterin sein über Nina. Gebieterin sein über Holger. Gebieterin sein über Gabriel, über Daniel. Aber ich sage dir, heute ist dein Ende. Heute ist dein Ende.
Amen. Und hast dir dich nicht zu Herzen genommen und nicht bedacht, was danach kommen würde. Nun aber höre, du Üppige, die sorglos thron, die in ihre Herzen spricht, ich bin's und sonst niemand. Gott ist so wunderbar. Ich werde nicht als Witwe da sitzen, noch erleben, wie mir die Kinder geraubt werden. Dennoch wird dir beides begegnen. In einem Augenblick, an einem Tag, die Kinder werden dir geraubt. Und Witwe wirst du sein. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zauberei und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Wo steht das, niemand sieht mich? Ezekiel 8. Ezekiel 8. Keiner sieht uns. Wir können in Dunkelheit Kontrolle ausüben. Wir können in Dunkelheit Zauberei machen. Wir können in Dunkelheit, Gott sieht uns nicht. Genauso dasselbe. Genauso dasselbe. Denn die Priester waren unter der Geist Isabel, unter der Geist der Zauberei, unter der Geist der Sünde. Keiner sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, dass du beides bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und umsonst niemand. Darum wird ein Unglück über dich kommen, das du nicht wegzaubern kannst. Ah, Gott ist so wunderbar. Als Jehu kam, um Isabel zu töten, was hat sie gemacht? Das Geschmink, Zauberei. Deine Schminken ist Zauberei. Deine Schminken ist Verführung. Nein, 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 nein. Das war anders. Die Gesinnung. Die Gesinnung in der Schminken. Was war das Ziel Isabel, als sie geschminkt? Es war, um Jehu zu verzaubern. Es war keine natürliche Schminken. Du musst die Bibel nicht wortwörtlich nehmen. Denn andere werden sagen, ja, schau mal, Isabel hat sie geschminkt. Das bedeutet, Schminken ist böse. Nein. Diese Schminken war eine geistliche Manipulation. Geistliche Verführung. Die wollte der Geist Jehu unter Kontrolle haben. Denn Jehu hat den Auftrag bekommen, Isabel zu töten. Was hat Isabel gemacht? Hat sich geschmiert. Verschmiert und ist ins Fenster gegangen. Aber was hat Jehu gesagt? Werf sie aus dem Fenster. Warum? Er war geistig stark. Es war eine Konfrontation mit der Geist Isabel. Und dieser Geist sollte sterben. Und weißt du, was Isabel macht? Schminken? Fängt an zu heulen. Heulen ist Schminken. Durch Heulen kann man manipulieren. Besonders wenn der Geist Isabel entblößt ist. Die kann manipulieren. Schminken. Warum? Weil der Geist Isabel lässt man nicht am Leben. Man tötet diesen Geist. Man tötet die Wege. Die Bibel sagt, deine Kinder werden dir weggenommen. Isabel mag Kinder. Und das ist eine ihrer Aufgaben in der Gemeinde. Kinder zu gebären. Warum? Isabel muss ein Reich bauen. Kinder zu gebären. Kontrolle auszuüben. Manipulation auszuüben. Was hat Isabel getan? Propheten ermordet. Viele Propheten getötet damals in Israel. Und der prophetische Dienst soll getötet werden. Warum? Der prophetische Dienst stört der Geist Isabel. Wenn du prophetisch unterwegs bist, du störst den Geist Isabel. Denn du siehst ihre Werke. Und als Prophet in deiner Familie, du bist da, um die Anbetung wiederherzustellen. Halleluja. Und ein Verderben wird dich überfallen,
das du nicht abzuwenden vermagst. Plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von der du nichts ahnst. Tritt doch auf mit deinen Beschwörungen und mit der Menge deiner Zaubereien, mit denen du dich abgemüht hast von Junge auf. Vielleicht vermagst du zu helfen, vielleicht kannst du Schrecken entflossen. Ach, diesen Text muss man bis zum Ende lesen, noch studieren. Da erkennt man viel über Isabel. Wir haben gesagt, es ist ein Fürstentum, es ist ein Macht. Es funktioniert wie ein Fürstentum. Es kontrolliert, er beherrscht, er muss viele Verwüstung bringen. Isabel wird immer jede prophetische Stimme in der Nation entweder töten oder eine Alternative zu der prophetischen Stimme bringen. Ich habe mich mal die letzten Monate in Afrika bewegt. In Afrika zurzeit, es gibt eine Welle an Erweckung. Aber wenn du diese Erweckung siehst, musst du mit Unterscheidung. Du hast eine Bewegung, du hast Propheten, die entstanden sind im Land, im Länder. Aber es gibt eine hohe Welle von falschen Propheten. Sehr viel unterwegs. Die haben große Namen. Ihr kennt viele. Viele von denen von euch schauen die Videos. Ich werde euch erschrecken, wenn ich den Namen jetzt nenne. Aber ich bleibe ein bisschen nett heute. Viele Propheten. Ich nehme ein Beispiel. Ein Beispiel. Ihr seht zum Beispiel der Joel Osteen, der die große Gemeinde USA hat. Was macht er? Er verführt. Er nimmt keine Stellung. Er sagt, wenn du seine Lehre siehst, die mögen sehr schön auszusehen. Aber wenn du tief in seine Lehre gehst, du merkst, es ist falsche Lehre. Es sind Irrlehre. Es sind sehr viele Irrlehre. Wenn du Steve Furstick schaut, wenn er über Jesus redet, du sagst, wow. Aber wenn du Steve Furstick tief schaust, du merkst, es sind New Age. Es ist falsche Bewegung. Es ist Irrlehre. Es ist satanisch in der Mitte des Christentums. Steve Furstick stinkt nach Satanismus. Er riecht nach Satanismus. Ich wundere mich, dass Christen vor dem Fernseher begeistert Steve Furstick, Joel Austin. Hey, Joel Osteen ist der Mist im Reich Gottes. Ich sage teilweise, T.D. Jack ist ein Mist in der Mitte der Reich Gottes. Schau mal die Interviews von T.D. Jack, du wirst ihn in den Müll werfen. Ich will dich schockieren. Viele waren begeistert von T.B. Joshua. Aber es ist einer, der Mist in dem Reich Gottes gebraucht hat. Diese Sache mit gesalbte Armbanden, diese Sache mit gesalbte Wasser. Einige unserer Geschwister sind nach Nigeria gegangen, um nur Hände auflegen von T.B. Joshua. Aber wenn du die Bewegung T.B. Joshua schaut, ich habe hier Leute gebetet, die waren bei T.B. Joshua, hat die Hände aufgelegt, habt ihr seid frei. Aber ich habe Stunden verbracht, um Dämonen auszutreiben. Ich habe Leute, komm nicht mehr zu mir mit dieser, ich war bei T.B. Joshua. Ich verbringe Stunden, tagelang Leute fragen, die sagen, ja, T.B. Joshua ist ein, er legt dir die Hand, eine Minute, du bist frei. Sogar Jesus hat nicht mal eine Minute gelegt. Die sind da viel draußen, die haben das Reich Gottes so erfüllt mit Mist. Einige unserer Schwestern, die auch online dabei sind, haben auch eine hier in Deutschland erlebt. Ich nenne den Namen nicht, aber wenn du unter so einem Fall, du bist geliefert. Dass jedes Mal, wo Gott sich bewegt, es kommt immer Parallele. Man muss euch das sagen. Es gibt Parallele. Und die Bewegung zwischen die Werke Gottes und Satan in der Übernatürlichen, die Grenze ist so schmal. Sag ich euch. Satan wird nicht zu dir kommen mit, ich bin der Satan mit Horn und so. Nein, er bringt dir 99% der Wahrheit. Er bringt dir immer viel Wahrheit. Du denkst, wow, aber
Wenn du keine Unterscheidung hast, du bist geliefert. Die heutige Gemeinde, wenn die Gemeinde keine Unterscheidung hat, ich höre Leute sagen, ja, du redest über Gemeinde, ich bin ein Prophet. Ein Prophet bringt alles ans Licht. Ein Prophet ist nicht da, um Zeit zu verlieren. Er hat keine Zeit. Bei dem Prophet die Uhr tickt. Der Pastor ist da, ja, Bruder, alles wird gut. Ja, Gott wird machen. Ja, und so. Der Prophet kommt und sagt, kehrt um. Tu Buße. Wie war Johannes der Taufer? Hat er gesagt, oh gut, ihr kommt zu viel. Die Gemeinde wird groß sein. Halleluja, Gott schickt so viel Juden. Halleluja. Nein. Er sagt, wer hat euch gezeigt, den Zorn Gottes zu entfliehen? So geht es nicht, meine Freunde. Dass man kommt, man lässt sich taufen, alles ist gut. Nein. Die Taufe ist nicht das Ziel. Buße, Umkehr. Das hat die erschrocken. Ja. Wisst ihr, wenn Gott Reformation bringt, er bringt erstmal die Propheten. Und dann kommen die anderen. Warum? Es geht um Konfrontation. Die Gemeinde ist erfüllt mit Bosheit. Die Werke der dunklen Mächte haben die Gemeinde infiltriert. Ich rede nicht von Deutschland. Ich weine, wenn ich Afrika zurzeit sehe. Es gibt eine Erweckung, aber es gibt eine Gegenerweckung in Afrika zurzeit. Wenn du in den USA gehst, geh mal im Internet, such Abraham Andrea Rogers. Adrian Rogers, David Wilkerson, Adrian Rogers, er hat wunderbare Lehre gebracht, er ist gestorben. David Wilkerson hat wunderbare Lehre gebracht. Und ab dem Moment, wo ihr seht, dass solche große Propheten gehen, es kommt Abfall. Und ich war in den USA 2016, Adrian Rogers hat gesagt, er hat eine Serie von Lehre gebracht, das Thema war, bring back the glory zu Amerika. Bring back the glory zu Amerika. Er hat prophetisch geredet. Er hat alles gesagt. Er sagt, in Amerika kennt jeder Jesus, aber keiner hat enge Beziehung. Fast keiner hat enge Beziehung mit Jesus Christus. Und er hat gesagt, wisst ihr, es gibt eine Generation von Vätern im Geist. USA hat sehr große Väter im Geist gehabt. Es gab, wie heißen die alle? Es gab William Branham. William Marion Branham, habt ihr von ihm gehört? Branham war ein Prophet. Der Mann, der hat so Wunder getan. Heilung, Tote erweckt. Branham war einer der großen Propheten, die Welt gekannt hatten. Aber seine Anhänger hat angefangen zu denken, er ist über Jesus Christus. Deswegen heutzutage, der branamische Bewegung ist eine totale Irrlehre. Wenn du in jede branamische Gemeinde gehst, das Foto von Branham steht da und die sagen, er ist die einzige Stimme Gottes, Branham. Er selbst hatte gesagt, ihr werdet mich umbringen. Ihr werdet mich umbringen. Er hat festgestellt, die fangen an, ihn mehr wie Jesus zu erheben. Er hat geweint. Branham, wer noch? William Branham. Wie hieß er noch? William Branham. Billy Graham. Ja? Die waren die Väter der Erweckung. Der Fundament, der Glaube, der Glaubefundament in den USA. Nach dieser Generation kam die Generation von T.D. Jack, kam die Generation von Joyce Meyer und so. Was haben die gebracht? New Age. Und dann kommt eine Generation, der Gericht in den USA. Denn USA, das Gericht muss dort. Die Leute wie Joel Austin, T.D. Jack, Joyce Meyer, die haben Müll in der. Die haben ein anderes Denken, eine andere Bewegung, dass du Gott dienen kannst und machen, was du willst. Du musst nur positive Denken haben. Positive Denken. New Age in der Gemeinde. Du gehst in den USA, man sagt, eine Pastorin sagte in Kongo, denk ihr Küsse
ist Sex? Leute sagen nein. Dann sagt sie, Bruder, geh und küss die Schwester. Keiner könnte das machen. Er sagt, warum macht ihr das nicht? Küssen ist keine Sünde. Okay, ihr sagt das. Geh und küss. Nicht küssen hier, aber küssen. Ich meine küssen. Willst du das machen? Warum? Ja? Gabriel, geh und küss die Schwester. Willst du das machen? Warum? Ehebruch. Und alle waren baff. Die sagen, die haben am Anfang küssen, ist nichts Schlimmes. Wenn jemand eine Frau schaut, mit der Gedanke, etwas mit ihr zu haben, ist schon eine Sünde. Und diese Generation, die die Gemeinde gehalten haben, im Heiligung, die das Wort gepredigt hat, kompromisslos, die gesagt hat, auch wenn ihr mir eure Zehnte nicht gebt, ich werde weiterleben. Diese Generation hat die Fundamenten gelegt. Und dann kam eine Generation, die haben gesagt, diese Zehnte sind uns sehr wichtig. Wenn wir das verlieren, dann können wir nicht mehr unser großes Auto, unser Haus und so weiter. Lieber, wir bringen so ein Evangelium, der alle zufrieden macht. Das haben die gemacht. Die haben ein Evangelium gebracht, wo die, wie viele Leute haben wir, wenn alle mir die Zehnte geben, dann kann ich damit leben. Aber die andere, David Wittgenstein hat gesagt, auch wenn ich die Zehnte, das Geld verliere, ich gewinne die Seele. Das ist, was mir wichtig ist. Gott wird für mich sorgen. Andere haben einen Lebensstandard, die waren nicht bereit, diesen Lebensstandard zu verlieren. Weil die sind in den Lebensstandard eingetreten. Die haben nicht die Wege, die haben Zeugnisse, die haben bestimmte Dinge mit Gott erlebt. Aber auf dem Weg, das Wohlhaben war ihnen sehr wichtig. Bücher, Millionen von Büchern zu verkaufen. Wenn Joyce May ein Buch schreibt, jemand der Welt ist zufrieden damit, jemand der Gemeinde ist zufrieden damit. Wenn Joel Osteen predige, es gibt so viele Homosexuelle in der Gemeinde von Joel Osteen. Warum? Er nimmt keine Stellung. Man hat Titi gefragt, wie siehst du? Ja, Gott liebt alle und so. Er hat angefangen zu verdrehen. Er hat keine Stellung genommen. Wenn du siehst, Oprah Winfrey, wie heißt sie, ne? Oprah, in eine Gemeinde geht wie bei Tibi, du musst verstehen, was dort liest. Du musst schon verstehen, dass es Müll ist. Und diese Generation ist eine Generation, wo Isabel, die Prophetin, unter Kontrolle hat. Und diese Propheten können nicht mehr die Wahrheit sagen. Weil Isabel versorgt die mit Kraft. Isabel versorgt die mit Wohlstand. Isabel versorgt die. Weißt du, wenn Gott kann ein Mann Gottes Wohlstand geben. Aber bevor er dir das gibt, er nimmt dir das alles, damit du abhängig, absolut abhängig von ihm lebst. Denn er weiß, wenn er dich segnet, egal wie viel du hast, du wirst deine Seele nicht verlieren. Aber davor, er wird an dir arbeiten, an deinem Charakter, an deinem Denken, an deiner Bewegung, an alles. Du kannst heute, Tobi predigt wunderbar, toll. Und dann kommt alles. Tobi hat keine Zeit mehr zu predigen, keine Zeit mehr in der Gemeinde zu kommen. Daniel findet immer Ausrede. Warum? Alles geht gut. Versteht? Wir sind Menschen. Deswegen, Gott bringt uns in eine Art Schule, um alle diese Mist, diese falsche, versteckte Wurzel zu entfernen. Damit, wenn Gott dich erhebt, du siehst Isabel, du sagst, Isabel, ich schaffe nicht mit dir. Es gibt keine Gemeinschaft. Ein anderer Isabel-Geist hat sich in diese Nation bewegt. Wie hat er sich bewegt? Ich schalte alle Stimmen der Propheten aus. Isabel ist so vertreten in Deutschland. Wie arbeitet Isabel in Deutschland? Verstand. Alles, was wir nicht kennen, schalten wir aus.
Viele kommen, rufen, wow, Tabernakel, wow, eure Predigt, wow. Die kommen, es gibt eine Sache, die nicht bereit ist aufzugeben. Die schalte aus. Andere kommen, die sagen, diese Gemeinde ist wunderbar gemeint, aber ist Gabriel frei? Ist Daniel frei? Versteht ihr? Und wenn die Versuch über Daniel, Daniel sagt, nein, Gott hat mir nichts gesagt. Was machen die? Die treten aus der Gemeinde. Weil Daniel nein gesagt, das ist Isabel. Du kommst nicht in der Gemeinde wegen einem Mann oder wegen einer Frau. Du kommst in der Gemeinde, weil du Jesus Christus erleben möchtest. Und wenn du Jesus erlebst, auf dem Weg kann dir sagen, Gott dir sagen, Grace ist deine Frau. Daniela ist deine Frau. Dann sagst du, Ehre sei dein Herr. Verstehst du? Aber das Ziel in der Gemeinde ist nicht zu kommen, einen Mann zu suchen, eine Frau zu suchen, Reichtum zu suchen, Gesundheit zu suchen. Auch wenn du in der Gemeinde kommst, du hast eine Krankheit, du bist nicht geheilt, du bleib in der Gemeinde, du suchst nach Gott. Gott muss dich nicht heilen. Gott muss nicht dein Haus heilen. Er tut aus Gnade. Er tut aus Liebe. Er tut aus Barmherzigkeit. Aber Gott ist uns nicht verpflichtet. Glaubst du dran? Gott ist dir nichts verpflichtet. Er muss nicht tun. Und viele haben Gott als Hausfrau, Putzfrau genommen. Er muss alles tun, was ich will. Er muss sich bewegen, wie ich will. Aber bloß darf er nicht an meine Sünde treten. Und es ist der Geist Isabel in dieser Nation. Der Geist Isabel in der Nation hat die Gemeinde und Dienste unter Kontrolle. Dienste. Ich habe mit 2, 3 Männern Gottes ich war bei einem Büro, ich kenne den Namen, ich nenne den Namen nicht. Ich habe mir gesagt, ah, bald ist Feierabend, ich gehe nach Hause. Ich sage, Feierabend. Und dann sagt er mir, ich gehe bald in Rente. Ich sage, ich prophezeie, du willst keine Frieden in deine Rente gehen, du willst zurückkommen in der Gemeinde. Ja, es gibt Berufpastoren und berufene Pastoren. Und in dieser Nation, die meisten sind Berufpastoren. Die haben einen Vertrag, Anzahl an Stunden. Isabel hat die Dienste ausgelöscht, das Feuer ausgelöscht. Viele wollten vielleicht am Anfang Gott dienen, aber es wurde ihnen gesagt, du darfst das nicht predigen, wir wollen das nicht hier hören. Wir wollen das nicht, wir wollen. Ich nehme ein Beispiel. Ihr seid hier, ne? Bewerb dich in einer Gemeinde und sag, ich möchte als Pastor eintreten. Die Bedienung, die dir gegeben wird, du wirst wegrennen. Besonders die Gemeinde, die im Bündnisse gibt, FEG oder diese oder jenes. Wenn du anfängst zu sagen, ich bete gegen Dämonen in der Gemeinde, der Präsident der FEG wird am Sonntag die Gemeinde besuchen. Du denkst, er kommt nur zum Besuch. Am Ende beruft er dich im Büro. Ich habe gehört, einer der Gemeinde wird anrufen. Man treibt Dämonen hier. Ja, ein Pastor, der eine große Gemeinde in München gegründet hat. Er hat Gemeinde gegründet. Er ist in den Bund eingetreten. Und in diesem Bund, er fing an, Zungenrede in der Gemeinde zu bringen. Man hat ihm gesagt, die Ältesten haben gesagt, wir wollen keine Zungenrede hier. Die Gemeinde, die er gegründet hat, er ist abgehauen. Nach Stuttgart, von München nach Stuttgart. Zungenrede. Die Ältesten sagen, wir wollen keine Zungenrede. Damals, wir waren in einer Gemeinde hier. Die Gemeinde, der Pastor fing an offen zu sein über Befreiung. Warum? Er hat erlebt, wie Leute Zeugnis von seiner eigenen Gemeinde gegeben haben über Befreiung. Die Ältesten haben sich versammelt. Nein, wir wollen das nicht. Es ist Ehre. Das war der Geist Isabel. Wie kann es sein, dass die Ältesten der Gemeinde sind die Pastoren, die Aufträge, die Verträge machen? Die Ältesten der Gemeinde sind die entscheiden, was in der Gemeinde gemacht wird. Deswegen, ich bete, dass meine Söhne und Tochter, dass Gott euch dazu bringt, Gemeinde dort zu öffnen. Denn Gott ist der dir den Auftrag gibt. Er gibt dir eine Vision. Geh nach Hannover. Baut mir eine Gemeinde dort. Ich werde dich versorgen.
Gott wird nie ein Mensch sagen, geh zur Bibelschule und bewerb dich irgendwo. So hat der Geist Isabel die Propheten und Apostel und Lehrer dieser Nation unter Kontrolle gehalten. Geht in eine Bibelschule und dann bewerb du dich und dann du arbeitest. 8 Stunden, 30 Tage Urlaub pro Jahr und so geregelt. Ich verbiete mir das. Ich weiß was mit euch, aber ich verbiete mir das. Versteht ihr? Unter dieser Gefangenschaft, unter dieser Kontrolle zu sein. Dass ich Angst haben werde, gegen Sünder zu predigen, weil die Polizei kommen wird, mich im Gefängnis bringen soll. Wer kontrolliert die Polizei? Isabel. Wer kontrolliert die Religion in dieser Nation? Isabel. Ab dem Moment, wo die Gemeinde nicht mehr reden kann, nicht mehr beten kann, nicht mehr loben kann, der Geist Isabel ist da. Das ist, was während der Corona passiert ist. Versteht ihr, wohin ich gehen möchte? Was ich euch ich rede über Sachen, ich habe Sachen vorbereitet, aber Gott gibt mir Gedanken. Wenn du irgendwo lebst, wo du ständig unter Kontrolle bist, wo du ständig, man sagt, Gabriel, Tobi, Daniel, Bishan, oder ihr dürft das nicht predigen, ihr dürft das nicht predigen. Ich schreibe euch alle, was ihr predigt. Ich gebe euch Predigerthema. Wenn ihr das predigt, ihr fliegt raus. Das ist Isabel. Das ist Isabel. Ab dem Moment, wo ich euch sage, ihr dürft nicht mehr über das predigen, ihr dürft nicht mehr, das ist Isabel. Weil Isabel in Israel, was hat die gemacht? Alle, was mit Gott zu tun haben, ausgelöscht und Altäre gebaut. Und wenn der Geist Isabel hier in der Gemeinde eintritt, ach, ihr betet zu viel über das Blut des Lammes. Ihr predigt zu viel über das Kreuz. Ich habe bemerkt, ihr predigt, ihr hasst, ihr sagt, Homosexualität ist falsch. Es ist eine Sünde. Wenn es dich schockiert, es ist eine Sünde. Ja. Verstehst du? Wenn meine Schwestern Homosexualität, ich liebe sie ja schwer, aber ich sage dir, du bist im Sünder, du wirst in die Höhle gehen. Ich muss ihr das sagen, es ist mein Auftrag. Aber wenn ich anfange zu sagen, ja, wisst ihr, aber, nee, gibt kein Aber. Gott gibt kein Aber. Wenn meine Schwester in Ehebruch lebt, in Ehebruch, und die will nicht aus der Ehebruch, die darf nicht mal bei mir übernachten. Es ist mir, ich persönlich. Meine Schwester, die im Glaube ist, die glaubt Gott, die dient Gott und lebt in Ehebruch. Ich entdecke das. Ihr Mann weiß nicht davon. Und die übernachtet bei mir. Nee, ich nehme nicht teil an sowas. Wenn du eine Schwester in der Gemeinde hast, du weißt, die lebt in Ehebruch, die betrügt ihren Mann und du empfängst sie bei dir. Du magst, als ob nie wäre, du nimmst teil an dieser Sünde. Du nimmst teil an der Sünde. Leute denken, ihr übertreibt, ihr seid zu extremist. Die Bibel ist die extremiste Buch, was du. Ja, Jesus war Extremist. Jesus, die Gnade ist extrem als das Gesetz. Die Gnade ist kompliziert als das Gesetz. In das Gesetz, Augen, Augen, Zahn zu Zahn. Aber in der Gnade. Jemand tötet dein Kind, du lieb ihn. Kannst du das schaffen? Jemand hat gerade dein Kind ermordet. Gott sagt, es dient zu seiner Bekehrung. Die Liebe, die du ihm gibst, wird ihn zur Bekehrung führen. Gott sagt, Herr, er hat mein, ja, ich weiß, aber lieb ihn. Herr, nein, lieb ihn, seid gehorsam. Alles dient zu deinem Besten. Dein Kind ist bei mir jetzt. Aber dieser Mann, ich brauche ihn. Er ist zwar ein Mörder, aber er wird das Evangelium weltweit verkünden. David Wickerson hat jemanden zur Bekehrung gebracht. Er war ein Bandit, ein Mörder. Hat Menschen ermordet. Aber David Wickerson soll ihm die Liebe Gottes zeigen. Die Wege Gottes sind sehr verrückt. Wenn du die Bibel studierst, wir lieben jeden Mensch da draußen, aber die Sünde, was Menschen treiben,
Wir hassen diese Sünde. Und wir müssen zu dieser Wahrheit festbleiben. Weil viele Christen, die sind fest zu der Wahrheit. Aber ab dem Moment, wo dieselbe Sache bei denen zu Hause ist, dann fängt man an, die Stimme ein bisschen zu ändern. Ja, aber, Gott hat gesagt, aber. Nein, Gott hat gesagt, Punkt, kein Aber dazu. Gott hat gesagt, Punkt, kein Aber. Aber ist oft Kompromiss. Die Bibel sagt, du darfst, aber, nein. Hm? Ja, ja, aber ist nein. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollen den Geist Isabel in dieser Nation bekämpfen. Wir sind Propheten. Wir werden die Altäre Isabel zerstören und den Altar Gottes bauen. Der Altäre Isabel ist in den Denken, ist in der Handeln, ist in der Sprache, ist in allem. Deswegen siehst du heutzutage, geh in eine Gemeinde, sag, jeder Christ kann in muss in Heiligung leben. Du wirst merken, andere werden zweifeln. Leute werden dich angreifen. Leute werden, warum? Weil Isabel hat geschafft, die Denkweise der Christen zu verändern. Infiltration ist eine. Infiltration. Ach, zum Schluss, bevor wir nach Hause gehen. Das habe ich noch gelesen. Wo war das noch? Nehemia 4. Und dann schließen wir für heute. Wir machen, es ist ein sehr, sehr langes Thema, der Geist Isabel. Sehr, sehr langes Thema. Ich denke, wir werden noch mehr drüber. Nehemia 4, Vers 4, ab Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher sprachen, die sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und den Weg ein Ende machen. Nochmal, Vers 5. Unsere Widersacher, die Widersacher des Evangeliums, die Widersacher der Wahrheit, die Widersacher der Heilige, die Widersacher der Gemeindebauer, die Widersacher der Anbeter sagen, weil durch die Mauer passierte Anbetung. Amen. Durch die Mauer passierte Lobpreis. Durch die Mauer passierte Wiederherstellung. Und die Widersacher sagen, wir, die sollen es nicht wissen und noch sehen. Zwei Dinge. Wissen und sehen. Wissen hat hier mit Erkenntnis. Wissen hat hier mit Offenbarung. Amen. Wissen hat hier mit Weisheit. Wissen und sehen. Lehn ab, blind zu sein in dein Leben. Lehn ab, in Mangel an Erkenntnis zu leben. Denn schau mal, die Widersacher sagen, wir werden uns infiltrieren. Das ist, was sie sagen wollte. Wir werden ähnlich sein wie diese Leute. Wir werden maskiert sein, dass sie uns nicht erkennen. Wir werden uns einschleichen wie die Schlange. Wir werden die verführen, verzaubern, dass die uns nicht erkennen. Versteht ihr? Isabel. Wir werden die verführen, verzaubern. Die werden uns sehen, aber die werden nicht erkennen, dass wir es sind. Wir werden die so manipulieren, unter Kontrolle halten, dass die nicht sehen. Und dann werden wir schlagen. Das ist, was der Feind in der Mitte der Gemeinde macht. Er kommt, er sieht aus von außen wie Christen, von Sprache wie Christen, von Bewegung wie Christen. Wenn du nicht die Erkenntnis des Wortes hast, wenn du nicht die prophetische Augen hast, das wird offene Augen, um die Werke Satan zu unterscheiden, er wird schlagen, er wird zerstören, er wird zerbrechen. Sag Herr, ich möchte diese Werke erkennen. Ich möchte sehen. Denn du sagst, es gibt nichts Verborgenes, was wir nicht sehen können. Es gibt nichts versteckt, was wir nicht erkennen können. Amen.
Es gibt 5 Schnüre, wo du beten sollst. Das werden wir nächstes Mal betrachten. Schnüre, ne? Ein Schnur. Schnüre. Schnüre. Ein Schnur, die Schnüre. Die Schnür. Ein Schnur. Die Schnür. Merci. Der erste Schnur ist Religion, was Isabel benutzt. Das bedeutet Legalismus, Rituale, Gesetzlichkeit. Das ist der erste Schnur. Religion beinhaltet Legalismus, Rituale. Legalismus ist auch Gesetzlichkeit, aber ich nehme Gesetzlichkeit daneben. Die zweite Schnur ist Hexerei. Unter Hexerei haben wir Verführung, Manipulation, Kontrolle, Lüge. Und der dritte Schnur ist sexuelle Perversion. Isabel war sehr viel. In der Zeit von Isabel, jedes Mal, wo die Rituale gemacht haben, die haben Orgie gemacht, die haben Pädophilie gemacht, die haben Homosexualität getrieben. Das ist der Geist Isabel auch. Homosexualität, alles was mit Pädophilie, alles was mit Sex mit Tieren, alles haben die gemacht. Das bedeutet, sexuelle Perversion ist der dritte Schnur. Die sagen in der Ezekiel, keiner sieht, Gott sieht uns nicht. Alles was wir in Dunkelheit treiben, Gott sieht uns nicht. Der vierte Schnur ist Kompromiss. In der Kompromiss haben wir Sturheit, Rebellion, Götzendienst. Und der fünfte Schnur ist Okkultismus. Okkultismus hat mit Zauberei, mit Voodoo, mit Hoodoo, mit Hexerei, mit Magie, mit Exoterik, mit alles, was mit Heilkräften zu tun hat. Diese 5 Schnüre sind, was Isabel benutzt in der Mitte der Gemeinde. Und für nächstes Mal werden wir schauen, wie wir damit umgehen. Und wir werden brechen. Wir werden trennen. Wir werden lösen von irgendwelchen diese 5 Schnüre. Wenn du unter einer religiösen Macht stehst, Legalismus, Ritual, Gesetzlichkeit, religiöse Kontrolle. Es ist Isabel. Wenn du unter Hexerei gelandet bist, sexuelle Perversion, zum Beispiel Entsetz und so weiter, ist auch sexuelle Perversion. Das sind die Schnüre, die wir lösen müssen in unserem Leben. In der Gemeinde Gottes, und das Hauptziel ist, dass wir diese 5 Schnüre in der Gemeinde Gottes in Deutschland brechen, damit Dienste, Gabe in Freiheit sich bewegen. Amen. Damit Dienste, Begabungen, Berufungen sich in Freiheit, wenn ich von Freiheit rede, rede ich nicht von, ich bin frei, ich brauche keine, nein. Freiheit, Gott zu dienen, Freiheit, die Werke Gottes zu tun, Freiheit, apostolisch, prophetisch, doktoralisch, pastoralisch, evangelistisch, sich zu bewegen. Dass die 5 Dienste aus der Gefangenschaft, aus der Kontrolle rauskommen, dass sie in Freiheit sich bewegen. Amen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde hier in Deutschland, in Fürbitte zu gehen, dass die Dienste freigesetzt werden, dass die Gemeinde freigesetzt werden, dass Familie freigesetzt werden, dass Menschen freigesetzt werden. Aber eine unserer Gebet ist, dass wir nicht im Stolz fallen, dass wir groß sind, dass wir stark sind, dass wir besser sind. Nein, wir sind da im Auftrag Gottes, es gibt Gemeinden, die Gott manchmal beruft, um die Wege zu öffnen. Und die Kette zu brechen, die prophetische Kette der Gemeinde, damit die Gemeinde aus ihrem Schlaf aussteht, damit die Gemeinde erweckt wird, wie in Agai. Gott hat Agai erweckt, um ganzen Israel zu sagen, steh auf, ihr baut, ihr Ente nicht, ihr pflanzt, ihr Ente nicht, ihr baut, es wird zerstört und so weiter. Warum? Weil das Haus Gottes zertrümmert ist. Gott segne uns. Wir stehen auf, wir danken den Herrn. Halleluja. Halleluja.
Ja, wir danken den Herrn für alles, was wir gehört haben, dass er unsere Augen geöffnet hat. Jesaja 47 hat mich so bewegt und ich möchte das noch tief und tief studieren. Es bewegt mich auch Jesaja 47 bis 50, die ich die nächsten Tage tief betrachten werde. Denn Gott spricht sehr viel in diese vier, fünf Kapitel und ich möchte das noch tiefer betrachten. Amen. Ja, wenn du Frage hast, wenn du Antwort brauchst, ruf einfach, melde dich. Amen. Wenn ich keine Zeit habe, es gibt auch Geschwister, studiert zusammen, triff euch, studiert zusammen, lädt einander, verbringt Zeit im Wort. Amen. Verbringt Zeit ins Gebet. Die Hitze ist da, geht zusammen spazieren als Geschwister. Amen. Fühl du dich nicht einsam zu Hause. Wenn du keine hast, bitte, es gibt die Nummer in der WhatsApp-Gruppe, ruf einander und bete zusammen. Lies die Bibel zusammen. Tausch eure Erfahrungen im Namen Jesus. Das ist wunderbar hier in der Gemeinde. Es wird nicht, wie sagt man das? Über andere Leben erzählt oder so. Nein, wir halten zusammen. Wir sind eine Familie. Amen. Wir sind nicht perfekt. Es kann sein, dass etwas zwischen du und deinem Bruder, Schwester passiert. Es ist nicht das Grund zu sagen, ich komme nicht mehr in der Gemeinde. Diese falsche Einstellung müssen wir löschen aus der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Familie. Es gibt immer irgendwas. Aber wir müssen zusammenhalten. Ich muss nicht, vielleicht der Bruder, den du vorhast, ist der Segen deines Lebens. Und Satan weiß das. Er wird tun, dass Missverständnis entsteht zwischen du und der Bruder. Und dass du sagst, ich komme nicht mehr in der Gemeinde. Und du verlierst deinen Segen. Gott hat deinen Segen mit einem Mensch verbunden. Ihr seid meine Segen. Noch vor 20 Jahren wusste ich, dass ich euch kennen werde. Aber ihr seid der Segen meines Lebens. Amen. Deswegen, wenn ich euch verachte, ich verachte meinen Segen. Halleluja. Wenn ich euch misshandle, ich misshandle meinen Segen. Wenn ich sage, weil der Bruder mich beschimpft hat, ich trenne mich von der Bruder. Ich trenne mich von meinem Segen. Mein Segen liegt in dem Leben der Bruder. Ich muss das nur erkennen und sehen. Der Bruder wird irgendwann vorne ein Wort sagen, dieses Wort wird mein Leben komplett durcheinander bringen. So macht Gott. Gott, du brauchst deinen Bruder, deine Schwester, um gesegnet zu sein. Wir sind abhängig. Es ist eine gute Abhängigkeit. Seid abhängig von mir. Ich bin abhängig von dir. Es ist keine schlechte Abhängigkeit. Eine schlechte Abhängigkeit ist, wenn ich euch misshandle. Oh, und so weiter. Wo du nur an mich denkst. Du denkst pervers über mich. Du denkst so. Das ist eine schlechte Abhängigkeit. Amen. Und Gott wird uns segnen. Lass uns diese Lehre nehmen und sagen, Herr, ich möchte deine Werke erleben. Ich möchte den Sieg erleben gegen die Werke Isabel. Vater, im Namen Jesus, gib mir mehr Erkenntnis im Wort, dass ich mehr wachse, dass ich mehr, Halleluja, dass keiner diese Wachstum bremst oder blockiert, dass Isabel nicht an mir kommt und raubt, was mir gehört. Im Namen Jesus Christus, Halleluja, Vater. Ich danke dir für die Erkenntnis, mein Leben, Vater, im Namen Jesus. Vater, ich danke dir für die Erkenntnis in dem Leben meines Bruders, Vater. Überall, wo ich unter der Macht oder Verführung oder die Same Isabel in mir, Vater, zerstöre jede Same Isabel, zerstöre jede Verführung, jede Manipulation, jede Kontrolle, jede Hexerei, jede religiöse Geist, jede Kompromissgeist, Namen Jesus Christus, zerstöre diese Eigenschaft der Isabel in mir, zerstöre ihre Wege, zerstöre, Vater, durch das Blut Jesus Christus. Lass das Leben, das Haus meiner Bruder, nicht um meine Schwester, nicht unter der Macht Isabel fällt. Vater, wo der Macht Isabel in unserer Familie in Bewegung ist, zerstöre diese Macht, zerstöre diese Kontrolle, zerstöre diese Werke in unserer Familie. Im Namen Jesus Christus, Vater, wir lösen uns von jeder Bindung mit früherer Isabel-Macht, mit früherer religiöser Macht, mit früherer Hexe-Macht, mit früherer Kontrolle-Macht. Vater, wir lösen uns, wir lösen unsere Seele, wir lösen unsere Bestimmung, wenn unsere Familie Leiter unter der Macht Isabel war. Wir lösen uns davon im Namen Jesus Christus. Wenn Kontrolle, Manipulation, Verführung in der Familie, das bedeutet der Geist Isabel. Wir lösen uns von der Geist Isabel. Wir zerstören die Werke Isabel, die Same Isabel in uns. Wir zerstören, wir gebieten Isabel, unser Leben zu verlassen, unser Haus zu verlassen, unsere Gesundheit zu verlassen, unsere Kinder zu verlassen. Im Namen Jesus, durch das Blut Jesus.
Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus, ich bin frei. Mein Haus ist frei von jeder Wecke, Isabel. Mein Haus ist frei von jeder Same, Isabel. Mein Haus ist frei von jeder Kontrolle, Isabel. Mein Haus ist frei von jeder Hexerei, Isabel. Mein Haus ist frei, im Namen Jesus. Isabel, ich trenne mich von dir. Lass mich los, ich trenne mich von deiner Wecke. Ich trenne mich von deiner Lüge, von deiner Verführung, von deiner Manipulation. Im Namen Jesus, jede Krankheit, Isabel, in mir, sei zerstört, sei zerstört. Jede Flüche, Isabel, jede Kontrolle, Isabel, jede Verführung, Isabel, sei zerstört, sei zerstört, sei zerstört, sei zerstört. Durch das Blut des Lammes, ich trete gegen die Werke, Isabel, ich trete gegen die Werke, Isabel. Im Namen Jesus Christus, Manipulation, Verführung, Kontrolle, Lüge, Hexerei, alles was von Isabel kommt, ich trenne mich davon, 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 im Namen Jesus Christus, Masete Rebakaria Shatorobus. Durch das tut Jesus, durch das tut Jesus, in meiner Ehe, die Werke Isabel werden zerstört. In meiner Ehe, in meiner Ehe, in meine Kinder, in meine Bestimmung, jede Kontrolle, jede Werke, jede Lüge, jede Schminken, geistliche Schminken von Isabel. Ich komme dagegen mit dem Blut des Lammes, ich komme dagegen mit dem Feuer des Geistes, ich komme dagegen, ich trete dagegen, ich trete dagegen, im Namen Jesus, Mandere Bakariasha. Die Schlange, Isabel, ich trete gegen die Schlange, ich trete gegen den Skorpion, ich trete gegen die Lüge, ich trete gegen die Werke, Isabel, in mein Leben. Masata raba kato, ekato reba kata raba, ikato reba shanto rebos, manto reba bababa, mekanto reba kariashe, masonto reba kariashoto robos, ikanto reba bababa, masonto reba bababa bababa, mekanto reba kariashente rebos, ikanto reba bababa, masoto reba. Bete, bete. Der Geist Isabel wird dein Leben verlassen. Er wird deine Bestimmung verlassen. Der Geist Isabel wird deine Bestimmung verlassen. Alle Baba Baba Shetterebus. Ikatore Baba Baba Shatorobus. Mendara Baba Baba. Geh, 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 Isabel. Geh aus der Gemeinde. Geh aus der Gemeinde. Geh aus der Gemeinde. Geh aus unserer Mitte. Geh aus meiner Familie. Geh, geh, geh. Ich treibe die aus. 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 Ich treibe die aus, ich treibe die aus, ich treibe die aus, ich löse mich, ich löse meine Frau, ich löse meine Kinder von der Werke Isabel, von der Geist Isabel. Wir lösen uns, wir lösen uns, wir lösen uns, wir lösen uns ab, wir lösen uns ab, wir lösen uns ab, wir lösen uns ab, wir lösen uns ab. Im Namen Jesus Christus, nimm deine Werke, geh, 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 geh. Geh, geh, lass los, Isabel, 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 nimm deine Werke, nimm deine Samen, lass los im Namen Jesus, du bist besiegt, Halleluja, durch das Blut des Lammes, du bist besiegt, Halleluja, durch das Blut des Lammes, du bist besiegt, Halleluja, durch das Blut des Lammes, lass los und geh. Lass los und gehen, lass los und gehen, lass los und gehen. Mandaraba karia kantaraba baba, ekatore baba baba baba, masotore bekeria baba baba, ikatore baba baba, masotore bakaria bakorobose. Jede Krankheit, die aus Isabel entstanden sind, jede Krankheit, jede Depression, jede Zerstörung in dein Leben, verlasse dich jetzt, verlasse dich jetzt, verlasse dich jetzt. Herzenkrankheit, Schmerzen im Herz, seelische Schmerzen, verlassen dich jetzt, verlassen dich jetzt. Im Namen Jesus Christus, sei frei von der Werke Isabel, sei frei von der Werke Isabel, sei frei von der Knochenprobleme, Muskulatur. Probleme, Herzenprobleme, Gedankenprobleme, sei frei, sei frei, sei frei, sei frei von der Werke Isabel, sei frei von der Gift der Schlange, sei frei im Namen Jesus Christus, sei frei von jeder Lüge, von jeder Schimpfworte, sei frei. Sei frei von jeder Schimpfworte, ablehnende Worte. Sei frei davon. Sei frei, sei frei. Sei frei von jeder Verletzung, Isabel. Von jeder Verletzung in dein Leben. Sei frei im Namen Jesus Christus. Mata raba kariba kato shata. Ikato reba baba ba. Machete reba kando rebo se. Mando reba baba baba machete. Ekanto reba kariashe. Masoto reba kariashanta raba. Ikanto reba baba baba ba. Masanta rebo koriosha. Im Namen Jesus, durch das Blut des Lammes,
Wir proklamieren den Sieg. Wir proklamieren den Sieg. Wir proklamieren den Sieg. Wir etablieren den Sieg in unserem Haus, in unserer Familie. Wir deklarieren den Sieg. Wir binden jeden Geist, der sich unser Haus, unsere Familie, unsere Ehe bewegen. Wir binden die im Namen Jesus. Wir gebieten dich zu schweigen für immer. Zu schweigen für immer. Zu schweigen für immer. Zu schweigen für immer. Im Namen Jesus. Es steht geschrieben, man kann nicht in deinem Haus einen starken Mann eintreten, ihn berauben, ohne ihn zu binden. Wir binden jeden starken Mann und wir gebieten die starken Männer. Ihr seid still für immer. Ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Ihr verlasst das Haus. Ihr geht im Namen Jesus Christus. Wir segnen die Gemeinde, wir segnen jede Familie, wir segnen jeder im Namen Jesus. Ich segne euch beruflich, ich segne euch finanziell, ich segne euch in alle Bereiche eurer Leben. Ihr fängt an, neue Sachen zu erleben, Wunder und Zeichen werden geschehen in eurem Leben, im Namen Jesus Christus. Denn es ist der Wille Gottes, Offenbarung findet statt. Ihr fangt an zu sehen, was ihr nicht in der Lage war zu sehen. Eure Augen öffnen sich im Namen Jesus Christus. Der Segen, was vor dir steht, was du nicht immer siehst, wegen Blindheit. Ab heute deine Augen öffnen sich und du siehst den Segen Gottes. Und du siehst den Segen Gottes. Und du siehst den Regen Gottes. Und du siehst, Achab hat nicht den Segen Gottes, den Regen gesehen. Aber der Prophet hat schon den Segen gesehen. Du bist ein Prophet in deinem Leben. Du bist ein Prophet in deiner Familie. Und ich prophezei in deiner Familie, in deinem Leben, dass deine Augen sich öffnen. Du wirst keine falsche Entscheidung mehr treffen. Du hast immer falsche Entscheidungen getroffen. Du warst immer unter Fehler, aber von nun an, der Geist der falschen Entscheidung hat dich verlassen. Und du wirst jetzt anfangen, sehr wichtige und gute Entscheidungen treffen. Und du wirst Wunder erleben. Du wirst durchbrechen im Namen Jesus Christus. Du wirst in höhere Stellung, wo du keine Selbstvertrauen mehr haben. Von nun an, du empfängst Selbstvertrauen in dein berufliches Leben, in deine Finanzen, in deinem Haus. Du empfängst Selbstvertrauen und du brichst durch in alle Bereiche deines Lebens. Und du brichst durch in alle Bereiche. Ich gebiete, dass du durchbrichst. Ich gebiete im Namen Jesus Christus. Halleluja. Du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du gehst von Erfolg zu Erfolg. Die Gabe, die heilige Gabe, die Gott dir gegeben hatte, die der Feind überdeckt hat, überschattet hat, diese Gabe sind freigesetzt jetzt. Die sind freigesetzt im Namen Jesus Christus. Als Prophet, ich deklariere, dass diese Gabe freigesetzt sind. Im Namen Jesus Christus. Du bewegst dich in der Salbung Gottes. Du bewegst dich in der Gabe Gottes. Du bewegst dich mit Gott im Namen Jesus. Und du erringen Siege in alle Bereiche deines Lebens. Denn derjenige, der mit dir ist, der Jesus, der mit dir ist, ist der Mächtige, ist der Herr der Herrscher. Du wirst keine Migräne mehr erleben. Du wirst keine Depression mehr erleben im Namen Jesus Christus. Du wirst nicht mehr diese Faulheit erleben. Du wirst nicht mehr diese Müdigkeit, seelische Müdigkeit, geistliche, körperliche, das ist das Ende heute. Diese Armut, den du dein ganzes Leben erlebt hast, deine Nachkommen werden diese Armut nicht mehr erleben. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Denn Armut hat mit Ablehnung auch zu tun. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Du bist reich in alle Bereiche deines Lebens. Du wirst noch reicher sein in alle Bereiche deines Lebens, denn wir dienen ein reicher Gott. Im Namen Jesus Christus. Deine Nächte werden ruhig sein. Deine Nächte werden nicht mehr mit Verfolgung, mit bösen Geistern im Namen Jesu. Die werden nach dir suchen, die werden dich nicht finden. Die werden nach dir suchen, die werden dich nicht finden. Dein Haus werden dich nicht mehr finden. Denn du bist versteckt, verborgen in Jesus Christus. Das Blut des Lammes überschattet dich, bedeckt dich, Halleluja. Du bist unsichtbar in den Augen der Pläne Satan. Und jede Pläne, die gegen dein Leben geschmiedet sind, werden gelöscht, werden zerstört. Die Programme Satan gegen dein Leben werden zerstört. Im Namen Jesus Christus. Erlebe die Wunder und die Zeichen Gottes in dein Leben, in dein Haus, in deine Familie. Im Namen Jesus. Amen.